Also vor ein paar Wochen wäre ich optimistischer gewesen. Sowohl Dortmund als auch Schalke haben enorme Verletzungssorgen. Jetzt gerade heute Marco Höger noch mit der Diagnose Kreuzbandriss. Tut mir sehr, sehr leid auch für ihn. Und gerade Arsenal hat natürlich so ein bisschen wieder in die Spur zurückgefunden durch die Verpflichtung von Mesut Özil auch. Haben so ein bisschen wiedererfunden, ihren Stil auch wieder gefunden. Und deswegen wird es, glaube ich, sehr schwer. Ich glaube schon, dass der BVB da auch punkten kann und Schalke muss das Herz in beide Hände nehmen, aber dann können sie auch was holen. Also Borussia Dortmund traue ich viel zu. Schalke hat im Augenblick personelle Probleme, einige verletzte Leistungsträger. Das wird für Schalke sehr, sehr schwer. Aber Borussia Dortmund ist stark genug, um die Gruppenphase zu überstehen. Die Bundesliga hat bisher in der diesjährigen Champions League-Saison sich, finde ich, herausragend geschlagen. Und ich traue gerade den beiden Mannschaften zu, dass sie das auch in dieser Woche hinbekommen. Borussia Dortmund ohnehin eine Mannschaft, die ja, im oberen internationalen Rand spielt. Und Schalke spielt bisher eine starke Champions League-Saison und ist sicherlich nicht chancenlos.